Also gut, gute Nacht dir, gell? Jo, tschüss, gute Nacht. Ciao. User disconnected from your channel. Ja, liebe Freunde. Was zählt ist natürlich nicht gut gekickt hat, dass ich die Aufnahme an, ne? Weil ich wollte den Heimweg noch drauf haben. Aber wenn es die Zeit hergibt, lasse ich das sogar. Wenn die Zeit sagt, ich kann es so veröffentlichen. Wenn nicht, dann seht ihr die Folge hier gar nicht. Das und das. Und hier die schöne Feuerblume, die würde ich gerne damit hier zack. So, hier kommen die Dinger rein. Okay, ich habe doch noch Glowstone gehabt. Also was ich jetzt definitiv noch mache. Ach stimmt, ich habe ja... Ich habe ja Glowstone in einer anderen Form gemacht. Das werde ich jetzt damit auch machen. Dazu brauche ich den Jizzle Dizzle. Zack. Das da rein, das da raus. So, dann muss ich gucken, wo das Glowstone ist. Weiße Wolle. Da ist er. So, 64,10. Nur, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt muss ich mir gleich mal vorbereiten für die nächste Folge. Wenn wir dann hier weitermachen. Brauche ich einige Sachen, und zwar brauche ich dazu das Glowstone. Das könnte ich noch gebrauchen. Das haben wir noch. Das könnte ich noch sehr gut gebrauchen. Und das wäre es gewesen. Was ich dazu auf jeden Fall noch brauche, ist das. Und das. Denn, dann bauen wir uns nämlich jetzt einfach mal noch ein paar Stäbchen. Und war das so? So war das, ne? So, 6 Leitern dürfte auch reichen. Das ist natürlich ein bisschen sinnlos, dass hier oben noch kein Dings drin hatte. Das kann natürlich sein, dass ich auch diese kleine Reise hierher im Zeitraffer gemacht habe. Ich weiß es noch nicht, wie ich das gestalte. Und ich jetzt hier gerade irgendwann eingeschalten habe. Ja, jetzt habe ich kein Glas mehr. Doch, hier. Mir fällt hier gerade wieder auf, dass ich hier oben hier gar keine Fenster drin habe. Das fehlt natürlich noch hier. Da, hier, da. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack und zack, zack. So. Jetzt muss ich natürlich noch Decken rein. Zimmern. Zimmerte bimmern. Dazu brauche ich wiederum Marmor. Nee, das kann man nicht umändern. Ja, dazu brauche ich wieder Marmor. Und dazu müssen wir wieder rübergehen aufs Feld, auf die Wiese.
Auf der Wiese, am Felsen. Ja, genau. Ja, zweistöckiges Haus. Gut, das vorne, das bisschen sieht ein bisschen komisch aus. Weil da eben oben... Das Holz fehlt. Das können wir aber trotzdem ausbessern. Indem wir einfach den Schüssel, nee, nicht den Schüssel, sondern den Hammer nehmen. Das Holz brauchen wir noch. Das war ja hinten. Nehmen wir uns mal die Zähne hier mit. So, das können wir uns ja noch schön machen hier. Und zwar ist das hier der obere Stein, richtig? Richtig. Machen wir uns das hier mal raus. Und machen da oben lieber Holz hin. Warum auch immer ich da jetzt dazu... hallo? Warte mal, jetzt muss ich kurz... überlegen. Weil warum habe ich das jetzt hier... Wenn ich das sowieso in vollen nehme. Habe ich hier was falsch gemacht? Der muss trotzdem raus. Und der muss raus. Aber da brauche ich doch die ganzen Sachen überhaupt gar nicht. Na, subidubi. Hä? Ja, wir können gleich mal noch schlafen gehen. Ach ja, dieses Rumgeknobel hier, das ist ein bisschen dizzy. Ach so. Hoch. So, und dich möchte ich jetzt natürlich so ran haben. Das geht aber nicht. Aber ich glaube, es sieht immer noch besser aus, als wenn ich... Sieht immer noch besser aus, als wenn ich... Das geht ja doch. Nein! Oh. Und nochmal hoch. Soll ja kein Problem darstellen. So, nochmal hoch. Nochmal hoch. So, nicht nochmal. Ja, das funktioniert. Aber was ich jetzt natürlich nicht brauche... dann hier einen Schüssel zu verbauen. Einen Schüssel. Warum sage ich immer Schüssel? So einen Block zu verbauen. Warum? Warum sollte ich das tun? So. Klitsch, klatsch, klitsch. Itchi, glitschi, klatschi. So, ja. Noch das wegreißen wieder. Und schon haben wir die ganze Sache ausgebessert. Was natürlich das jetzt wieder... Mal von außen anschauen, die ganze Sache.
Also definitiv mal machen müssen, ist dahinter zu diesem Kreuz rennen und das mal kurz öffnen. Weil dann ist das weg. Ja, das geht aber eigentlich so, ne? Kann man schon so lassen. Also sonst hätte ich die Seitendinger eben noch ausgetauscht durch eben Holz. Aber ich glaube, das passt schon so. Ja, ich glaube, das passt schon so. So, Marble wollten wir noch haben. Beziehungsweise Marmor. Dadurch ich ja Marmor aufgebaut habe, brauche ich auch weiter Marmor. Marble ist Marmor, ich weiß, aber... So auch wieder nicht. So, Marble, das meine ich. Marble brauche ich nicht. Ich brauche Marmor. Marmor ist mein Stein. Marmor, hier ist es. Weil Marble ist doch ein bisschen anders. Ein bisschen grauer, glaube ich. Als... Jetzt habe ich wieder Marble abgebaut. Eigentlich macht es überhaupt keinen Unterschied. Doch, seht ihr? Ein bisschen grauer. Ich will aber das Ganze... Au. Ja, mal Marmor. Ne, das war Marble. Marmor? Marmor? Ne, das war wieder Marble. Da ist Marmor. Da ist definitiv noch Marmor. Yep. Marmor, Marmor, Marmor. So. Puff, puff. Piff. Und da brauchen wir dann Slabs von den Marmordingern. Das heißt, wir müssen erstmal wieder in den Ofen schmeißen und dann kriegen wir das Slabs raus. Okay. Also kriegen wir dann erstmal geschliffenen oder wie sich das schimpft raus und können dann, ja, lassen wir uns jetzt nicht weiter stören, da lang. Auf jeden Fall haben wir ja noch viel Marmor. Ein Zombie, was der hier möchte. Das weiß keiner so richtig. Dum, 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 dum. Füb, füb, füb. Unser Häusele. Passt das schon langsam. Aber was da draußen noch wird, das werdet ihr dann sehen. Das weiß ich jetzt natürlich schon. Weil ich habe ja den Auftrag gekriegt, das so zu bauen, wie ich das im Singleplayer habe. Und ja... Mein Pferdchen steht da drin. Das hat es doch noch geschafft bis hierher. So, jetzt müssen wir wieder die Öfen anwerfen. Das muss alles noch... Marble, Marmor... So, da geht jetzt schneller. So. Und dann machen wir die 25 rein. Marble habe ich gleich mal raus. So.
Hier könnte ich mir dann schon mal oben überlegen. Weil ich muss dann ja sowieso noch mal eins hoch. Das könnte ich ja eigentlich, wenn ich hier sowieso so reingebaut habe, könnte ich das ja eigentlich dafür nutzen. Das wegzuhauen. Und Leithorn. So, da kommen wir dann nämlich hier oben drauf. Wo ich jetzt hier schon wieder vor einem Problem stehe. Mit diesen ganzen... dieser ganzen Baumaßnahme. Ach man. Ich werde hier mal das wegreißen. Und werde das doch so ein bisschen... Nein! Ach, war doch richtig. Ja, genau. Ein bisschen drüber hinausgucken lassen, ist vielleicht besser. Warum? Das sieht man dann später in den späteren Folgen. Hallo? 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 Ach. Klasse. Das habe ich ja hier gemacht. Jetzt muss ich auf der Seite das machen. So. Arsch lecken. Und ich glaube, hier den Aufgang werde ich nicht so machen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Obwohl, es geht ja überall an den Ran. Also ist es ja dort schon am besten eigentlich. Aber vielleicht von innen ist vielleicht besser als von außen. Machen wir es so. So, dann kommen wir hier raus. Ich bin gerade echt überfragt. Nee. Wir machen das so wie geplant. Wir machen das doch hier hin. Gut ist. Und da hat sich's gegessen. So. Jetzt brauchen wir aber noch. Glaube ich, noch Dingens drin. Eins. Wie ging denn das jetzt so? Ja. Sauber. Und ein Marmor habe ich auch noch da. Das ist doch perfekt, Leute. Da gehen wir gleich nochmal schlafen. So, da ziehen wir den Part noch ein bisschen alleine durch. Weil ich wollte unbedingt den Heimweg noch drauf haben, aber ich werde den, hab den ja wie gesagt mit Zeitraffer durchlaufen lassen. Denke ich mal. Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann habe ich es nicht gemacht. Bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Was wollte ich jetzt machen? Natürlich wollte ich hier jetzt diese Tür dran machen. Genau. Und jetzt überlege ich gerade, soll ich... Das wäre eigentlich am günstigsten, oder? Achso, ja, Schüssel weg. Sieht von oben scheiße aus.
Okay, dann machen wir das nochmal anders. Zack, 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 zack. Komm her und dann machen wir dich rein. Ja, das ist ja erst recht doof. Ja, das sieht erst recht doof aus. Jo, dann machen wir es so. Aber, wie gesagt, ich will es nicht so haben. Ich will es so. Haha. Haha. Das ist ja komisch. Wie geht denn das? Huch. Ach, jetzt habe ich das durch den Schalter. Jetzt geht es wieder von der anderen Seite auf, ne? Ja. Was ja alles für Möglichkeiten gibt, das ist schon der Wahnsinn. Aber das sieht. Moment, wir machen das jetzt mal so. Nee, so wollte ich das machen. Sieht ganz gut aus, oder? So machen wir das. Sudel. Ja, das ist alles noch ein bisschen, ist alles ein bisschen dizzy hier. Aber das ist erstmal wurscht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Werktisch. Bank, Bank, Bank. So. Marmor. Slabs. Jetzt machen wir uns da oben die Decke. Also unser Haus sieht wirklich aus wie ein Krankenhaus langsam. Aber das macht nichts. Und wir werden jetzt bei dieser Decke nichts mit irgendwie Scheiben, Glas oder sonst was machen, weil das soll was gemacht werden dann. Okay, so und so und natürlich. Natürlich, wo ist denn jetzt hin? Ernsthaft. So, es ist weg. Warum habe ich jetzt den Slab auf einmal in der Hand? Nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken, liebe Leute. Stopp. Hier können wir unseren Stack sparen. Ein Stack sah schön. Slab sparen. Weil da so ein Ding hinkommt. Wir nehmen uns nicht zu viel mit. Die Taschen sollen nicht so voll beladen sein. Deswegen mache ich das immer so ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Mache ich das auf meine Art. So, okay, wir sind jetzt bei 20 Minuten, liebe Freunde. Ich glaube, ich schaue dann, ich glaube, morgen kommt noch, oder das nächste Mal kommt noch mal ein Part mit mir alleine. Ich werde noch ein bisschen rumbasteln hier. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.